Mainz gegen Corona. Präsentiert von Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz. Hallihallo, willkommen bei Mainz gehört. Wie wir schon in der letzten Folge angekündigt haben, stellen wir euch ab sofort für die nächste Zeit Mainzer Unternehmen, Selbstständige und Einzelhändler vor, die davon erzählen, wie es ihnen aktuell geht, wie sie ihren Alltag bewältigen und wie sie versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Unser erster Unternehmer ist Torben Stündel, der Inhaber der Gym 7 Studios in Mommenheim und Hechtsheim. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus Folge 50, die, in der wir Diäten streichen. Und hier kommt seine Nachricht. Hi, servus. Mein Name ist Torben Stündel und ich bin der Inhaber vom Gym 7 Mainz Hechtsheim und von dem Gym 7 in Mommenheim. Und ich wollte heute einmal Stellungnahme machen in Bezug auf die Situation, die wir hier gerade in Mainz und eigentlich ja überall haben. Und ja, also uns selber, uns Fitnessstudios betrifft das Ganze ja auch, wie jetzt fast alle. Und das ist natürlich keine leichte Situation. Wir haben einfach das Problem, dass wir extrem hohe Kosten haben und diese Kosten halt irgendwo auch getragen werden müssen. Und es ist eben nicht so, dass man mal eben kurz eine Förderung bekommt oder so, wie man sich das vorstellt oder auch wie das über die Medien uns gesagt und gezeigt wird. Es ist eben alles wesentlich schwieriger, als man sich das vorstellt. Also im Prinzip machen wir nichts anderes und ich denke, dass ist bei allen anderen Unternehmern ähnlich, ja, als irgendwelche Formulare und Anträge auszufüllen, sich mit den Mitarbeitern hinzusetzen und Situationen zu erklären, weil für die ist es natürlich auch nicht das Leichteste. Es werden, ja, einfach Forderungen gestellt, die manchmal auch gar nicht so nett sind in Bezug auf Mitarbeiter. Wo man sich, glaube ich, menschlich ganz schön zurücknehmen muss, damit man eben normal noch sprechen kann mit den Leuten gegenüber. Und ja, man wird in vielen Sachen einfach extrem eingeschränkt, ja. Auch das Reingehen in seine eigene Anlage, in sein eigenes Geschäft wird auch mit bestimmten Auflagen gekennzeichnet und deswegen finde ich das mehr als schwierig. Nun gut, ja, wie empfinde ich das Ganze? Ich finde das gut, dass Sanktionen gemacht werden. Ich würde es wesentlich besser finden, wenn die Menschen, also nicht nur Mainz, sondern grundsätzlich sich auch an diese Auflagen halten würden und das Ganze eben auch vielleicht als Chance sehen, dass man sich vielleicht mal wieder ein bisschen näher kennenlernt, ja, also privat in seinen eigenen vier Wänden und mal ein bisschen mehr mit seinen Liebsten unternimmt und ja, dass einfach dieses Wir-Gefühl so ein bisschen mehr entsteht und ich denke, das ist schon ein bisschen abhanden gekommen und das kann man schon wieder ganz gut über solche Situationen aufflammen lassen. Es ist immer schwierig jetzt gerade für mich betrieblich gesehen irgendwelche Lösungen zu finden, weil einfach auch von oben extrem viel schwammige Aussagen gemacht werden, wo man schlecht einfach als Unternehmer darauf eingehen kann, weil selbst die einzelnen Einrichtungen, also es sind mehrere Institute, die einfach gar nicht wissen, was los ist, wenn man die anruft und somit steht man einfach auf dem Schlauch. Und ich versuche natürlich als Fitnessstudio-Betreiber, wie die meisten, ja, ich sehe es ja auch, Übergangslösungen zu schaffen, wie zum Beispiel Videos zu erstellen und einfach ins Internet zu stellen, dass die Leute von zu Hause aus trainieren können. Aber auch selbst das wird sanktioniert. Also es gibt dort Auflagen, dass du aufpassen musst, dass du nicht mit mehreren Leuten was machst, ja. Und das steht schon mittlerweile unter Strafe. Und da müssen wir halt einfach aufpassen, ja. Und es wäre wesentlich sinnvoller, wenn es irgendwelche Sofortmaßnahmen geben würde für Einrichtungen und nicht nur mich. Es gibt so viele Einrichtungen, die das einfach nötig haben, ob das Gastronomie ist oder Friseursalons. Und man hört ja so viele Geschäfte, die einfach das Problem haben, dass die Gelder wegbleiben. Und
Da ist das schön, dass wir alle zusammenhalten, aber nur mit dem Zusammenhalt als solches können wir halt schlecht überleben, ja. Und wenn dann noch Familie dazu kommt, ja, die darauf angewiesen sind, dass du was einbringst, dann wird das schon grenzwertig. Nun gut, ja, das sind so die Sachen, die ich jetzt sagen kann von den Chancen her, die ich sehe in der ganzen Sache, ist natürlich bei mir jetzt in der Branche, dass wenn die Tore und die Türen irgendwann wieder aufgemacht werden, kann man sich wahrscheinlich nicht retten vor dem Ansturm, wenn wir denn so lange aushalten. Weil dann wollen natürlich auch alle wieder Sport machen, gerade auch im Fitnessstudio. Und dann, glaube ich, wird es bunt in der Anlage. Ja, wie können mir die Leute helfen, privat oder die Leute, die gerade auch bei mir angemeldet sind? Also helfen können sie, indem sie einfach auf unserer Seite sind, ja, und nicht nur bei mir, sondern bei allen Einrichtungen, ja, denen die Möglichkeit zu geben, zu überleben, ja, und da kann jeder einen Teil zu beitragen. Und ja, ich würde mich darüber freuen, wenn es so weitergeht, und ich denke auch, dass man dann sich im Nachhinein extrem gut arrangieren kann. Da kann ich jetzt primär natürlich nur über mich sprechen, dass man mit mir immer sprechen kann und dass ich, ja, also nichts für mich einstecke oder sowas, sondern dass ich möchte, dass alles am Leben erhalten wird, ja, und dass die Betriebe aufrechterhalten werden. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und ich hoffe, dass diese ganze Sache ja, so schnell wie möglich vorbei ist, damit einfach auch dieser Zeitdruck, den man von oben bekommt, nicht arg zu groß wird für die einzelnen Unternehmer und natürlich auch für mich. Und ich wünsche allen extrem viel Kraft in dieser Situation und haltet durch. Ich denke, wir werden das schaffen. Ich bin da sehr optimistisch. Ich habe ein extrem gutes Team und freue mich, dass sie hinter mir stehen und hoffe, dass, ja, dass alles gut ausgehen wird für die einzelnen Betriebe. Die einzelnen Videos, die man von uns sehen kann bzw. möchte, die findet ihr auf der Facebook-Präsenz von uns, von Gym7 Hechtsheim und Gym7 Mommheim. Wir werden versuchen, die auch auf die Homepage zu packen. Durch die große Datenmenge ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger, aber wir versuchen es. Die Internetseite ist gym7.de. Da kriegt ihr auch alle anderen Infos immer direkt und aktuell angezeigt. Und ja, ich freue mich auf euren Support und ja, ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt bei Mainz gehört und danke schön auch für die, ja, für die Möglichkeit, hier einfach sprechen zu dürfen. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen oder Hören. Und bis dahin alles Gute, euer Torben. Ciao. Mainz gegen Corona. Gemeinsam schaffen wir alles.